Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Gut, dann gehen wir mal auf die Alarai. Talizora Vasnima. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy? Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard was Normandy zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr, als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den Ihren zusammenbauen oder reparieren. Fliegen wir zur Alarai? Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Talizora. Kila Selai. Sieht wie ein Frachtschiff aus. Na dann. Die Alarai zurückerobern. Das war eine gute Kombi. Warum schießt niemand auf den? Das sind wirklich viel auf einmal. Ja, jetzt kann ich mich bewegen. Erstmal Munition aufsammeln. Energiezellen. Das sind Laptops. Nice. Irgendetwas verlangsamt die Systeme. Wir schalten die Firewalls ab, um die Leistungsverteilung neu einzustellen. Riles Sora hat befohlen, wir sollen die Standardsicherheitssysteme umgehen. Es würde sonst zu lange dauern. Okay. Interessant. Bin gespannt, ob wir noch irgendjemanden finden oder ob tatsächlich schon alle tot sind. Naja, wir werden sehen. Hoffen wir auf das Beste. Rechnen wir mit dem Schlimmsten. Ja, das ist eine Geth-Drohne. Es ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit sie es ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hatten. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen?
Diese Anzüge haben mehr Taschen, als sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Watcher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hatte? Ja, verstehe ich. Aber das werden wir hoffentlich rausfinden. Na, wo ist es denn? Aber ja, sie wirkt eigentlich nicht so, als wäre sie nachlässig geworden, um ehrlich zu sein, aber mal sehen. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich hab das nicht genehmigt. Oh, Kila, wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Ryle, Sora. Runterfahren, alles runterfahren. Sie sind im System. Dann war das doch beabsichtigt. Waffen bereit. Der Lock hat sich jetzt schon so angehört, als wäre es beabsichtigt gewesen. Okay, das war nur der eine? Schräg. Schön, dass ich von der Flottille klauen kann irgendwie. Ach, dieses Spiel. Also war es doch absichtlich. Ich leg sie da, wo du sie brauchst. Warte ich mal, ich kann hier. Einer ist erledigt. Ja, der kämpft jetzt für uns. Oh, jetzt nicht mehr. Geht aber nur, wenn sie keine Schilde haben. Immer mit eurem chaotischen Vorgehen. Yeah, Palladium.
Okay, hier haben wir noch einen Wandsafe. Ich bin gespannt, was wir noch so finden. Aber interessant, dass sie tatsächlich... Ist nur mal die Frage, warum haben sie Geth zusammengesetzt? Was sollte das bewirken? Wozu? Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Mhm. Und dafür brauchten sie aktive Geth. Aber hätte da nicht einer genügt? Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin. Aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Wir sollten weitergehen. Na klar. Ja, wo ist die Priorität? Ist natürlich irgendwas zu finden, was Talis Namen reinwäscht. Beziehungsweise sollte es, wenn es noch irgendwo Überlebende gibt, wären die natürlich auch Priorität. Bist du umgefallen? Da, Nervensägen. Ich hol sie von den Füßen. Da noch einer. Da drüben. Was machst du da unten? Und kein Wunder, dass die drauf geht. Die ist mitten in die Feinde reingelaufen. Da ist ein Lock. Da ist noch Zugriff. Ist hier noch was? Ja, da ist noch ein Medkit. Oh Junge. Naja, zumindest können wir ein bisschen aufräumen und hoffentlich können sie das Schiff nachher wieder benutzen. Erster Eintrag. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Geth haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ral Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist
Oh je. Nein. Nein, nein, nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, dein Chaos wieder in Ordnung zu... Hey, ganz ruhig. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Tali, wenn du das hörst, bin ich tot. Die Gelf sind aktiviert. Ich habe nicht viel Zeit. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VI-Prozesse keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Helen Garrel und Darok Sen die Daten sehen, sie müssen. Danke, Dad. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Hm? Machen wir. Oh Junge, ja, Metalli. Das ist zu Ende. Sollte der letzte gewesen sein. Hoffe ich mal. Ja, sieht so aus. Perfekt. Na dann, abschalten. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist nur... Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk 2 weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur
genauso zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Was? Warum nicht? Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Raya Zora hat von ihrer Fürsorge nichts mehr. Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden. Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Ich meine, schlussendlich ist es eigentlich Ihre Entscheidung. Und wenn sie in Kauf nehmen will, dass sie verstoßen wird? Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Wir müssen auf Shepards Angebot seiner Unterstützung vertrauen. Es sind erst wenige Stunden. Eine Schande, dass... Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Wir haben die Geth auf der Alarai eliminiert. Ihre Leute sollten jetzt sicher dorthin zurückkehren können. Danke. Wir wissen Ihre Bemühungen für das quarianische Volk sehr zu schätzen. Haben Sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Na ja, wie gesagt, also ich würde sagen, es ist ihre Entscheidung und sie will nicht, dass wir sie vorlegen, also... Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Mir ist unklar, welche Relevanz... Tali interessiert sie eigentlich gar nicht, richtig? Es geht bei diesem Prozess gar nicht um Sie, sondern um die Geth. Diese Anhörung hat mit den Geth nichts zu tun. Sie wollen nur, dass die Leute mit Ihnen sympathisieren. Han Garrel will in den Krieg ziehen. Um Tali geht es dabei keinem von Ihnen. Sie weiß mehr über die Geth als jeder andere lebende Quarianer. Sie sollten auf sie hören, statt sie vor Gericht zu zerren. Tali Zora hat die Citadel gerettet. Und die Alarai. Sie hat der Galaxie gezeigt, was die Quarianer ausmacht. Einen besseren Beweis gibt es doch gar nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen?
Tali Zora, angesichts Ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Yes. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an. In Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Das kann ich nicht bestimmen. Das... Ich muss sagen, das ist einfach was, wo ich mir denke, das geht mich nichts an. Das muss ganz allein die Entscheidung der Quarianer sein. Bei allem Respekt, Admiral, ich habe keinen Ihrer Leute vertreten, sondern einen von meinen. Wohl wahr, Shepard. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Selai. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Kommen Sie, Tali Zora Vas Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ich bin zufrieden. Ich hatte... Hallo, Commander. Viel Glück, Tali. Der Gedanke an Krieg macht mir Hoffnung. Gute Ansprache, Shepard. Schon witzig, dass ein Commander die Admirale daran erinnern muss, was militärische Ehre bedeutet. Zum Glück haben sie jetzt aus dem Kreuz, Ma'am. Und sie mussten ihnen nicht mal die Beweise geben, die sie auf der Alarai gefunden haben. Ich habe nicht erwähnt, dass wir Beweise gefunden hätten, Cole. Zur Kenntnis genommen, Ma'am. Wissen Sie schon, was Ihr nächster Auftrag sein wird? Ich werde ein paar Techs eskortieren, die nach Hinweisen auf die Zunahme von dunkler Energie suchen. Vielleicht finden Sie die Ursache. Wo Sie mich auch hinschicken. So aufregend wie auf Haystrom wird's mit Sicherheit nicht. Was halten Sie vom Krieg? Werden die Admirale versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern? Ich werde vor keinem Kampf zurückscheuen. Aber wenn die Admirale die Flotte auf die Geth hetzen, bleibt davon nur Schrott übrig. Die beste Methode wäre, einfach eine andere Lösung zu finden. Aber das kann ein Soldat nur laut sagen, wenn seine Vorgesetzten danach fragen. Passen Sie gut auf sich auf, Rieger. Sie auch, Shepard. Ma'am? Cole, nennen Sie mich einfach Tali. Ich werde daran arbeiten, Ma'am. Sehr beeindruckende Rede, Commander Shepard. Aber verraten Sie mir mal, ob Sie auf der Alarai Teile von Ra'al Zoras Forschungsergebnissen sicherstellen konnten. Nichts, das Ihnen helfen würde, Admiral. Schade. Na gut. Was einmal erschaffen wurde, lässt sich auch nochmal erschaffen. Ich bin jedenfalls beruhigt, dass unser Gespräch rund um die Kriegsproblematik Ihnen erlaubt hat, Tali zu helfen. Es wäre traurig gewesen, hätte man Sie verstoßen. Ja, das stimmt. Leben Sie wohl, Admiral. Tali und Shepard sind beim Beseitigen von synthetischen Wesen ziemlich gut. Zum Glück sind sie auf unserer Seite. Mit Charla würde ich gerne als Letzte reden. Ein Krieg gegen die Geth wäre eine... Sehr beeindruckend, Shepard. Danke für Ihre Hilfe auf der Alarai. Und danke, dass Sie Ra'al Zoras Tochter geholfen haben. Sie sind für sie eingestanden, während wir fehlgeleitet waren. Es war ein Fehler, unsere Befürchtungen bezüglich des Krieges in Talis Prozess einfließen zu lassen. Leben Sie wohl, Admiral. Sie sind da draußen streng mit uns ins Gericht gegangen, Shepard. Und wir hatten es verdient. Danke. Tali hätte nicht in diesen Streit verwickelt werden dürfen.
Aber verraten Sie mir eins. Was haben Sie dort gefunden? Bei aller Wortgewalt. Sie halten doch mit etwas hinter dem Berg. Tali, gibt es etwas, das der Admiral wissen sollte? Wir haben viele Leichen gefunden, Admiral. Darunter auch die meines Vaters. Woran immer dort geforscht wurde, es ist alles zerstört. Ich will dir das mal glauben, Tali. Ich habe ja ohnehin keine andere Wahl. Kämpfe gut und mach's gut, Kleines. Dein Vater wäre stolz auf dich. Die Admirale dachten, der Zwang, Tali zu vertreten, würde sie behindern, Shepard. Ich bin froh, dass sie sich geirrt haben. Du hast keine Überlebenden erwähnt. Hast du Ryle gefunden, Tali? Er hätte dir sicher eine Nachricht hinterlassen, wenn er die Zeit gehabt hätte. Wir haben Ryles Leiche gefunden. Er hat Tali eine Nachricht hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss, Kind. Aber wenigstens hast du deinen Vater sagen hören, dass er dich geliebt hat. Ja, danke, Admiral. Viel Glück bei deiner Mission. Wie dunkel es auch sei, die Flotte wird immer bei dir sein. Kila Selai. No. Ja, war ein schönes Ende für die Quest. Ich hatte Unrecht. Tali Zora war doch unschuldig. Dieses Gerede über Krieg macht... Glückwunsch, Tali Zora. Ich hatte meine Zweifel bei der Auswahl ihres Captains, aber so wie es aussieht, habe ich mich wohl geirrt. Danke, Captain. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Für Sie gibt es auf der Raya immer einen Platz, wenn Sie nach Hause kommen wollen. Viel Glück da draußen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Habe ich das? Was könnte auch Ihnen passieren? Ein Dreadl lag im Ozean im Sterben. Er hatte das Kepral-Syndrom. Und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite und ihre Gliedmaßen wirbelten das Wasser auf. Manchmal war er auch allein. Der Drell sah, dass die einsamen Momente die schwersten in seinem Leben waren. Er fragte die Entflammten, warum wurde dieser verlassen? Das Licht der Entflammten leuchtet hell und sie antworteten, du wurdest niemals verlassen. In den schweren Zeiten deines Lebens waren es unsere Körper, die dich durch das Wasser getragen haben. Der Drell erwachte und sah, dass sein Kepral-Syndrom geheilt war. Wenn sie dem Licht der Entflammten folgen, kann ihnen das auch zuteil werden. Wo die Entflammten hingehen, dorthin werden wir ihnen folgen. Und wo ihr Licht zur Sonne wird, werden wir die Sterne sein. Leiten Sie diese Nachricht an 6 Wesen aus Ihrer Bekanntschaft weiter, dann wird sich Ihr größter Wunsch erfüllen. Immer diese Spam-Nachricht. Was? Keeper? Korban! Den kennen wir noch aus dem ersten. Hoffentlich gilt diese Adresse noch. Ich habe Ihnen Informationen über die Keeper versprochen, sofern ich welche finde, und das hier ist wirklich wichtig. Erinnern Sie sich an die Scans, die Sie gemacht haben? Sie beweisen, dass die Keeper biotechnisch hergestellt wurden. Und aufgrund meiner Vergleiche mit Teilen von Sarans Flaggschiff Sauron muss das vor Millionen von Jahren geschehen sein. Sauron und Keeper wurden von den gleichen Wesen hergestellt. Sie verstehen die Bedeutung dieser Erkenntnis vielleicht nicht sofort, aber daraus folgt, dass die Citadel gar nicht das Werk der Proteaner ist. Die könnte von viel älteren Wesen erbaut worden sein. Und die Keeper waren deren organische Wachen. Und noch etwas. Laut meiner genetischen Werte sollen sie auf etwas reagieren, ein Signal oder so. Und zwar alle 50.000 Jahre. Genetische Varianten sind nämlich durchaus messbar. Es ist ungefähr so, als wenn man an den Ringen eines Baumes abliest, welche Jahre besonders trocken waren.
Wer das auch immer war. Naja, das letzte Mal, als das Signal gesendet wurde, war ungefähr zu der Zeit, als die Proteaner verschwanden. Und in nächster Zukunft müsste es wieder soweit sein. Wenn die alte Tech noch funktioniert, könnte da einige unangenehme Überraschungen auf uns warten. Ich dachte nur, dass sie das vielleicht interessiert. Hier auf der Citadel will mir nämlich niemand zuhören. Vorbahn. Ja, das wissen wir leider alles schon. Die Prag, ja, das war von Jack. Vom Cerberus-Geheimnis. Commander Shepard. Wir kontaktieren sie auf Anweisung des Unbekannten. Sie sollen wissen, dass er vor der Revolte die Einstellung des Projekts Subject Zero befohlen hatte. Als Mitarbeiter von Cerberus eintrafen, waren alle Wachen und die meisten Subjekte tot. Alle überlebenden Kinder wurden medizinisch behandelt, erhielten milde Amnesiemittel und wurden als Überlebende von Angriffen durch Sklavenhändler verschiedene Allianzeinrichtungen übergeben. Die wenigen überlebenden Ärzte wurden aufgrund ihres Verhaltens während des Projekts zwangsverrentet. Ich bin nicht sicher, was das heißt. Gemäß dem Bericht wurde die Anlage auf Prager zerstört. Interessant, das hat also tatsächlich den ein oder anderen Überlebenden gegeben. Außer Jack und den Irren. Dann quatschen wir noch kurz mit Tali. Kila, es tut mir leid, dass ich sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Ist Politik bei den Quarianern immer so? Nein. Manchmal kann es sogar richtig unangenehm werden. Wir sind ein sehr soziales Volk, Shepard. Das müssen wir auch sein, um auszugleichen, dass wir in diesen Anzügen festsitzen. Und dazu gehört auch, sich in alles einzumischen, obwohl es einen nichts angeht. Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte Ihnen Zeit geben müssen, Ihren Vater zu betrauen. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Will ich noch schnell meine Viecher füttern? Zwei Schiffe fehlen noch. Ich frage mich gerade, wo wir die herbekommen. Oh, das ist ein Bild von Diablo. Mein Weltraumhamster. Ist ja nicht niedlich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hören wir hier auf. Oh. War eine erfolgreiche Folge. Und yeah, wir haben es geschafft, die Admirale zu überzeugen, ohne Ralzora zu beschuldigen. Freut mich. Na gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.